Hallöchen und herzlich willkommen im San Siro in Mailand. Das Champions League Finale 2016 Real Madrid gegen Atletico Madrid. Beide Teams haben sich in den Gruppen- und K.O.-Phasen wirklich sehr gut geschlagen. Atletico Madrid sogar die Bayern rausgekegelt. Und nun haben wir erneut ein Hauptstädteduell. Dieses Duell gab es schon ziemlich oft in der Champions League-Geschichte. Hier sehen wir das San Siro nochmal von oben. Wird Atletico dieses Mal endlich die Trophäe mit nach Hause nehmen? Hier sehen wir den Weltstar Cristiano Ronaldo. Ja, das Champions League-Finale. Ich orakel das ein wenig, weil morgen Abend ist das ja. Und um es fair zu halten, werde ich die erste Halbzeit Real Madrid spielen und die zweite Atletico Madrid. Und am Ende wissen wir, wer gewinnt und wer wie viele Tore macht oder wer überhaupt. So, jetzt kommen wir zu den Aufstellungen. Real Madrid in einem 4-3-3 Offensiv mit Benzema, Ronaldo und Bale im Sturm. Die Offensive Kroos, Modric, Casemiro, Pepe, Ramos, Carvajal, Marcelo und Navas. So haben sie in letzter Zeit oft gespielt, auch im Champions League Halbfinale. Hier sehen wir die Startelf von Atletico Madrid, ein 4-4-2 mit Torres, Griezmann, dem Saul, Gavi, Thiago, Koke, Philippe, Luis, Godin, Savic, Juan Fran und Oblak im Tor. Dabei spielen sie eine Doppel-6 und ein Augenmerk ist auf Saul und Griezmann zu legen. Saul, der in der Hinrunde dieses schöne Tor gegen Bayern machte. So, jetzt müssen wir, damit das hier klar geht, kurz Seiten auswählen, weil am besten, am einfachsten ist das immer mit zwei Controller. Deswegen, so. Möge das Champions League-Finale beginnen. Auch Griezmann hat wirklich eine herausragende Saison gespielt. War jetzt auch bei verschiedenen Clubs auf dem Zettel. Aber er wollte bleiben und Ballverlust Atletico. Und der Ball von Casemiro kommt leider nicht durch. Ja, James Rodriguez kam bei Real zuletzt nur wenig zum Zug. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er höchstwahrscheinlich nicht in der Startaufstellung sein wird. Für ihn dann Casemiro. War jetzt Ronaldo auf dem Flügel. Ronaldo zieht rein, flankt. Da ist Kroos, aber Oblak hat den Ball. War aber knapp vor der Linie. Also ich persönlich gehe davon aus, dass Real das Spiel dominieren wird. Aber mit Godin da hinten und mit Griezmann und Torres vorne hat Atletico auch eine sehr starke, vor allem konterstarke Mannschaft. Benzema und hier Bale. Modric. Hier ist Bale. Aber Philippe Luis kann rausklären. Carvajal. Spielt den Ball rein. Nochmal auf die Außen, auf Marcelo. Cristiano kommt nicht an diesen Ball ran. Marcelo liegt auf dem Rasen und hat sich verletzt. Den hat Keylor Navas. Auch eine gute Saison gespielt. Endlich mal. Nachdem es letzte Saison ja nicht so gut lief. Benzema. Bale. Kroos verliert den Ball an Saul. Ja, die Aufstellung und alles, alles originalgetreu, wie es auch in Wirklichkeit ist, mit jedem einzelnen Spieler. Von dem ich dann auch so ausgehe, dass diese so auftreten werden. Kroos, schöner Flick. Ich bin in diesem Spiel natürlich unparteiisch, aber supporte natürlich die Mannschaft, die ich gerade spiele. Wir spielen 4 Minuten pro Halbzeit und haben gleich die erste Halbzeit hinter uns. Bis jetzt ging nicht wirklich viel. Bale, Koke hält den Ball noch drin, aber nach dem Ping-Pong geht's wieder rein. Toni Kroos. Eine Minute nach Spielzeit. Gucken, ob noch was geht. Nee. Der Schiri pfeift ab. Und für uns heißt das, wir switchen jetzt rüber zu Atletico.
Wenn es ein die Verlängerung geben würde, würde ich natürlich wieder die erste Halbzeit davon Real, die zweite Atletico machen. Seite auswählen. Und dann geht dieses Champions League Finale im San Siro weiter. Stadio San Siro wohlgemerkt. Ronaldo behauptet diesen Ball, aber es wird doch faul gepfiffen. Das ist Pepe. Da kommt der lange Ball. Carvajal. Jetzt mal umdenken. Denke natürlich jetzt, ich bin Real. Gucke gut. Schöner Öffner Ball und da unten. Ne. Schafft nicht angespielt zu werden. Sergio Ramos ist dazwischen. Aber der Ball auch hier ins Aus. Ein bisschen zu lang für den guten alten Cristiano Ronaldo. Der dieses Jahr leider nicht Weltfußballer geworden ist. Was ich ehrlich gesagt auch nicht so schlimm finde. Weil Messi ist ja auch ganz gut. Bloß hier halt nicht in diesem Finale. Antoine Griezmann hat jetzt ein bisschen Platz auf den Außen. Hat mich wirklich attackiert. Muss aber jetzt abbrechen. Das ist Koke. Das ist Felipe Luis. Modric sehr, sehr stark. Aber Gudin ist da und klärt den Ball ab. Juanfran. Der junge Saul. Saul Niguez. Guter Ball, aber kommt Benzema zum Glück nicht ran. Da haben wir Bale. Und Benzema, der erste gefährliche Schuss. Wird, glaube ich, abgefälscht. Und es gibt die Ecke. Den hat Jan Oblak. Der junge Torhüter. Wo es Atletico ja immer wieder schafft, junge Torhüter auf den Markt zu bringen. Vorher noch Courtois. Das ist schön gespielt. Antoine Griezmann. Und das ist Torres, glaube ich, der da nicht an den Ball drankommt. Nee, Torres war es, glaube ich, nicht. Schwer zu sagen, wer es war. Es kommen langsam so ein paar Chancen für Atletico. Aber der war nicht gut gespielt. Was macht der Torwart denn da? Und die erste Chance von Torres, die hätte eigentlich drin sein müssen. Vergibt er katastrophal. Hat noch gegen die Laufrichtung gespielt, aber der war einfach zu unplatziert. Schade. Koke, Griezmann. Und Godin und das 1:0 durch Godin. Diego Godin, der Innenverteidiger hier zum 1:0. 70. Minute, wird das wirklich sein, das Tor, was sie gebraucht haben? Da sehen Verteidiger und Torwart nicht gut aus. Isco mittlerweile eingewechselt, kommt da nicht an den Kopfball ran und verschätzt sich. Und Godin kommt da mit seinem Köpfchen dazwischen. Diego Godin, auch eine super Saison gespielt, habe ich glaube ich schon gesagt. Ob es das Tor ist, was sie zum Champions League Titel führen wird. Real wird auf jeden Fall nochmal alles geben. Auf jeden Fall wird Atletico sich jetzt hinten reinstellen. Und vielleicht auch mal wechseln. Ich glaube, wechseln ist eine gute Idee. Wir bringen den jungen Jimenez, aber am besten bringen wir Fernandes für Thiago und Carrasco für Koke. Jimenez. Weiter geht's. Modric hat jetzt ein bisschen Platz über außen. Gareth Bale. Gabi schnell raus. 88. Minute. Geht da noch was? Aber Marcelo dazwischen spielt den Ball rüber auf die Seite auf Gareth Bale in die Mitte und 90. Minute. James Rodriguez mit dem Ausgleich und dem rettenden Lucky Punch vor dem Schlusspfiff. Haben sie schön gespielt. Die Abwehr war sehr
umsortiert. Das erinnert doch gleich wieder an 2014. Auch da war Atletico bis zur 90. Minute in Führung. Da war es damals Sergio Ramos, der mit dem Kopfball in die Verlängerung rettete und dann ging das Spiel irgendwie 4-1 aus in der Verlängerung. Wiederholt sich das Ganze jetzt auch in 2016. Auf jeden Fall sehr bitter für die Madrilenen. Aber natürlich geben sie nicht auf. Saúl mit dem nächsten Fehlpass. Das ist jetzt einfach Nervosität. Tatsächlich, es gibt die Verlängerung. Die Verlängerung für beide Mannschaften nochmal 30 Minuten auf den Platz zu bringen. Hier sehen wir nochmal das Stadio San Siro in Mailand. Atletico jetzt auch mehr Ballbesitz, gibt natürlich klassisch. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder auf die Realseite für die erste Halbzeit. Die haben mittlerweile auf eine Dreierkette umgestellt. Mit Rodriguez als Innenverteidiger. Alles klar. Und so haben die sich gerettet. Ich tue mal Carvajal raus und tue Varane rein. Aber die haben die Wechselmöglichkeit schon ausgespielt. Mit Rodriguez in der Innenverteidigung. Sogar als zentraler Innenverteidiger. Alles klar. Jetzt ich Benzema mal ein bisschen zurück. Nee. Als zentraler Stürmer. Auf jeden Fall sehr gewagt, was die Madrilenen hier machen. Aber okay. Antoine Griezmann erneut am Ball. Und Augusto eingewechselt. Was machen die nicht alles, wenn wir die Seite wechseln? Bin wirklich gespannt, ob das alles so abläuft, wie es hier in diesem Orakel passiert. Ich hoffe natürlich, euch das gefällt euch. Wenn ja, hinterlasst doch ein Like. Und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Auf jeden Fall nicht, wie einer von den beiden hier gewinnt. Fernando Torres und Isco fast dazwischen. Wieder ein Fehlpass. Ah, da kam auch sehr schnell der Ball. Saúl. Renato. Nee, nicht Renato. Augusto. Augusto und der Schuss von Torres oder was? Griezmann? Ich weiß es nicht. Ist auch völlig egal. Der Eckball und Keylor Navas klärt in höchster Not. Carrasco, Griezmann und Sergio Ramos klärt erneut. Ja, mit dem Rodriguez, mit dem James. Benzema macht jetzt ein bisschen Druck, aber Godin hält die Bude dicht. Das ist schwach gemacht. Hier haben wir James. Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Steckt durch auf James. Und der schießt am Tor vorbei. Oh, wow, 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 wow. Die wollen es aber wissen. Nur noch 3 Minuten bis zum Elfmeterschießen. Ich bitte euch. Also es war nicht so geplant, aber spannender hätte das doch nicht laufen können. Juan Fran noch auf. Gabi. Gabi versucht den Ball ins Zentrum zu bekommen auf Juan Fran. Da vorne ist Vieto. Vieto wird gefoult und dann gibt es hier nochmal einen Freistoß, ausgeführt durch Antoine Griezmann. Griezmann knapp drüber. Und Tatsache, es kommt zum Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen zwischen den beiden Madrids. Jetzt hat Atletico geschafft, die Chancengleichheit herzustellen, weil beim Elfmeterschießen kommt es nicht mehr auf nominelle Personalien an, sondern nur noch auf Zufall und darauf, dass man die Elfmeter macht. Gerade kurz, der Herr mit der Glatze, wahrscheinlich Zinedine Zidane, motiviert nochmal seine Spieler. Auf der anderen Seite Diego Simeone, haben auch schon gewütet am Rand. Und jetzt kommt es tatsächlich zum Elfmeterschießen. Wie mache ich das eigentlich? Ich würde sagen, ich spiele einfach Atletico. Weil es dürfte ja keinen Unterschied machen.
Oh, ich sehe gerade, ich kann auch wechseln. Okay, ich würde sagen, wir machen es dann abwechselnd. Als erstes Cristiano Ronaldo. Im Tor der junge Jan Oblak. Jan Oblak und Ronaldo macht diesen Schuss sicher rein. Jetzt haben wir Gabi gegen Keylor Navas. Gabi oben rechts und kein Problem für den erfahrenen Spanier. Jetzt gehen wir wieder auf die Realseite. Karim Benzema. Benzema schießt hoch links und knapp über Oblak hinweg. Jetzt haben wir Carrasco und Navas in der richtigen Ecke, aber kann diesen Schuss nicht halten. Jetzt gehen wir wieder erneut auf die Atletico-Seite. Müssen diesen Ball jetzt halten, aber auch der ist wieder drin. James Rodriguez mit dem Treffer. Jetzt Antoine Griezmann. Schießt flach unten links. Und den hat Keylor Navas. Den hat Keylor Navas sicher. Jetzt geht's wieder rüber. Das ist ein bisschen umständlich. Vielleicht hätte ich es auch viermal oder so machen sollen. Aber geht noch. Luka Modric. Modric haut den Ball zentral unter die Latte und der ist nicht drin. Dieser Ball ist nicht drin. Jetzt muss Vieto den machen. Navas wieder in der richtigen Ecke, aber leider ein bisschen zu flach. Ja, tut mir echt leid, dass es hier so nervig ist, aber naja. Wieder Jan auf. Versucht Bale ein wenig zu verwirren und hält diesen Ball. Bale macht diesen Treffer nicht rein. Jetzt kommt es drauf an. Wird Juanfran diesen Ball versenken? Wenn Juanfran hier trifft, ist Atletico Madrid Champions League-Sieger 2016. Er schießt oben rechts. Und er macht den Ball rein und Atletico Madrid ist Champions League-Sieger 2016. Kann sich knapp gegen die Madrilenen durchsetzen. Die Nachbarn aus Madrid, der ewige Konkurrent Real Madrid, unterliegt hier im Elfmeterschießen. Wow, 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 wow. Spannend bis zum letzten Augenblick, muss ich echt sagen. Das Spiel hat echt Spaß gemacht. Vor allem war echt abwechslungsreich und dennoch. Der Ausgleich von Real in der 90. Minute, das hatte doch Charakter. Wenn das Spiel morgen so aussieht, dann alle Achtung, da freue ich mich dann schon richtig drauf. Das würde ich sagen, war's von mir. Schade, dass jetzt keine Sequenz kommt. Aber Atletico konnte trotzdem diese Champions League für sich entscheiden, zumindest in unserem Orakel. Ich bin natürlich gespannt, wie es morgen ausgehen wird. Ich werde es auf jeden Fall gucken, ich hoffe, ihr auch. Und damit würde ich sagen, wenn ihr weiter Orakel wollt, lasst es mich wissen. Ich bin die Unique Seife. Abonniert, kommentiert, macht was ihr wollt. Wünsche euch viel Spaß morgen Abend, 20:45 oder 20:30 Uhr beim Champions League Finale. Gucken, ob es auch so spannend wird. Bis zum nächsten Mal.